auf Willi zu nicht. Sagen. Okay. Ey, du da. Vor allen Dingen, hatte ich gerade so eine Stimme hier gehört. Hey, hey, du da. Hey, 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 hey. Ja, was gibt's denn? Hey. Ja. Entschuldigung, ich war mir nicht sicher, ob du drauf hörst, Willi. Ja. Ich geh jetzt nicht ins Nasse. Was, du gehst jetzt nicht zu Lasse? Ja, auch. Der ist ja schon hier. Das macht keinen Sinn. Weißt du sowieso nicht, was wir jetzt groß machen sollen. Ja, mir die Haare flechten. Mein ganzen... Komm her, Isolde. Ja, ich rede nicht von den oben. Nee, danke. Das ist ein Job für Lasse. Wer kann das? Ja, Willi? Nass, trocken. Ja. Was? Wo wir gerade waren, ne? Hast du es schon mal getestet, Isolde? Brauchen die noch was? Nee. Aktuell nicht, nee. Woher weißt du das? Ja, der hat weiche Finger. Wir haben sonst schon mal Hackschnitzel von uns bekommen, aber kam nicht so viel im Sägewerk raus für die Kartons. Müssen wir noch Hackschnitzel machen? Nee. Die Kartons, die da sind, die sollten erstmal reichen. Wir haben auch sowieso nicht genug Wolle für den Rest, also das passt schon. Okay. Wichtig ist jetzt nur, dass die jetzt die Kisten und Paletten herstellen. Ja. Wie lange brauchen die dafür? Wir werden schon zwei Tage dafür brauchen. Naja, toll. Ja, ansonsten, wie sagt man jetzt, die Kartoffeln noch, dann habe ich noch mit dem... Willi. Ja. Es regnet, das geht nichts mit den Kartoffeln. Ja, ich weiß. Ja, dann sag das doch nicht. Das war ja auch, was ich eigentlich geplant hätte. Kann man Kartoffeln noch im Winter ernten? Ja, solange der Boden nicht gefroren ist. Ja. Das Problem, heute Nacht friert. Und wenn das heute Nacht Bodenfrost gibt, ist das eher schlecht mit den Kartoffeln. Das ist ja blöde, ne? Ja. Also meine Wetter-App sagt, das regnet noch ein bisschen. Ja, meine auch. Ich würde schon fast überlegen, ob wir sagen, wir machen heute Feierabend und machen morgen weiter. Oh, ich habe gerade mal Lasse gemessen. Ja. Ja. Also wenn das noch heute aufhört zu regnen, wird das heute nicht mehr trocknen. 10% Feuchte. Richtig, ja. Geh nochmal raus. Ja, warte. Du hast 10% Feuchte im Moment. Ja, komm mal wieder rein. Ja. 16%. Wow. Okay, warte. Immer noch 16. Ich würde sagen, heute Feierabend und machen morgen früh einfach weiter. Und jetzt ist er krank. Ja, und ich hab's im Gesicht hängen, ey. Ja, wollen wir sonst für heute Feierabend machen oder machen wir morgen weiter? Würde ich sagen. Okay. Ja, ist auch schon dunkel. Ja, die Zeit ist vergangen, du. Ja, ne? Ich sag's dir, du. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich geh ins Bett. Ja, gute Nacht. Och, nee. Hier hängt ein Spiegel. Spiegel? Ja. Ja, wir haben Isolde fotografiert. Ja. Morgen. Ja, morgen. Morgen. Es hat endlich aufgehört zu regnen. Ja. Aber es ist kalt. Ja, im Boden ist kalt. Hörst du mal auf, mich anzuniesen, ey. Es ist sehr kalt. Also ich glaube, wir müssen den Tag noch, wir müssen ein bisschen warten. Also die Kartoffeln müssen auch wieder noch ein bisschen trocknen und der Boden muss noch ein bisschen auftauen. Aber wir können die Zeit ja schon mal nutzen, um uns währenddessen erstmal um die Tiere zu kümmern. Auf jeden Fall. Welche Tiere? Ja, unsere Kühe. Ach so, und die Schafe. Hey, Isolde, alte Keule, hast du schon unsere Kühe gesehen? Nee, doch, habe ich schon. Spoiler-Alarm. Ja, Alex? Auch. Willst du vielleicht doch nochmal den Gertrud? Kleinen Anhänger vom... Wer ist Gertrud? Wenn ich nochmal... Nee, Gudrun? Gudrun? Ja, ich hol das, sag mal. Ja, soll ich dir Gudrun zeigen? Ja, den Roder kannst du ruhig da stehen lassen, aber erstmal hauptsächlich den Dings. Den Anhänger. So, und dann kannst du ihn hier vorne am Silo schon einmal mit Gras voll machen. Guck mal, das ist Gudrun. Ja, aber... Hallo? Hallo? Willi? Ja? Vielleicht schon wieder Mittagessen. Kannst du reinkommen hier? Heute aus, wir haben heute lang geschlafen. Hier ist Gudrun.
Würde ich auch sagen. Kannst du dir ein Brötchen holen? Ja, wenn ich dir jetzt sage, bei mir steht gut an hier, dann... 12? Ja, deswegen kannst du dir gleich ein Brötchensack holen. Hol erstmal den Anhänger, wir haben bis um 10 geschlafen. Hallo, oder Anton. Bratwurst von der Tankstelle. Ja. Was machst du, Isolde? Freust du dich so sehr oder mit? Ja. Klasse. Weißt du, wo die Milch rauskommt? Bitte? Ob du weißt, wo die Milch rauskommt? Ja. Wo? Ja, bei den Kühen. Hier. Guck mal. Klasse. Da. Da unten. Klasse. Hier, siehst du das? Da sind die Zitzen. Ja. Wenn du da denn jetzt so ein bisschen zudrückst und nach unten deine Hand dabei bewegst, dann würde da... Das da kommt ja, aber noch keine Milch raus. Ja, aber erst noch nicht gekalbt. Genau, erst müssten die das war kalben. Irgendwie seltsam. Das sah ja aus wie Magerquark oder so. Ja. Vielleicht ist das der Bulle. Ja, Willi, was wolltest denn du? Ich wollte sagen, ich meine, du hast hier ja so gerne, am besten holst du mal kurz einen Traktor und nimmst das Wasserfass und versorgst einmal die Kühe und einmal die Schafe mit frischem Wasser. Ja, welchen Traktor denn? Einer, der gerade frei ist. Okay, du musst den Case, dann kannst du Isolde mitnehmen. Dann kannst du das genau mal zeigen, ja. Zeigen und erklären, wie das funktioniert. Komm, kann Isolde. Ich das in Zukunft auch mal machen. Oh ja. Hm. Alles gut, Isolde? Ja, der Zaun ist ganz schön hoch. Wir hatten den einfach hier so hingestellt. Hallo. Na? Hallo. Darf ich den Arm um dich legen? Nur wenn du mich nicht haust. Würde ich nie tun. Nur wenn du es willst. Nein, möchte ich nicht. Ja, okay. Hallo. Hallo. So. Darf ich dir so ein bisschen durchs Haar streicheln? So, bitte mal. Was denn? Ja. Ja? Okay. Nein, was denn? Was? Ja. Was ja? Oder nie? Juckt's bei dir? Nee, bei mir nicht, aber bei dir sieht's so aus, als wenn es juckt, deswegen möchte ich dir durchs Haar streicheln. Nee, bei mir juckt's nicht. Ja, okay. Warum? Hast du jetzt gebellt? Nee, du bist gegen einen Baum gefahren. Nein. Doch, der lag da. Der lag da? Ja. So ein Baumstück. Oh, das kleine Stück Holz. Ja, klein. Ja. Ja, der Zahnstocher, ne? Ja, ja. Magst du mal anhängen gleich? Dann brauche ich nicht extra aussteigen. Solange ich danach mit dir wieder abhängen darf. Ja, darfst du. Ja, noch ein Stück. Bisschen. Stopp. So. Danke. Hallo. So, hallo. Wenn du jetzt hier unten rechts, ne, den Knopf drückst, ne? Dann geht der Motor aus. Nee, dann kannst du hier das Wasserfass jetzt bedienen. Oh ja, ich sehe es. Na, jetzt läuft's raus, siehst du? Ja, bei mir läuft's richtig raus, Junge. Und jetzt kommen wir da das Wasser nämlich dann rein hier in den Krug hier rechts und dann haben die Küchen was zu trinken. In den Krug, ja, ja. Und wenn's dann alle ist... Was hat der Franz dann, damit zu tun? Ja, dann drehen wir hier rum. Ja, haben wir gesehen, ja. So. Und jetzt? Jetzt fahren wir neues Wasser holen. Baldi oder was? Wolfig? Ja. So, dafür müssen wir dann hier einmal so. Über die Wiese. Ja, und hier so. Im Drift. Ja, und dann so. Holz. Und dann einmal hier. Mir wird ein bisschen schwindelig. Ja, und dann, oh, oh, oh. Ja, man muss auch hier über den Hof fahren mit 50, ey. Ja, schlimm, ne? Und mal der Alex, du. So, und jetzt haben ich wir. Ich red von dir, du Pfosten. Bitte? Ja, ich red von dir, nicht vom Alex. Das, ja. Das war rechts vor links, der hatte Vorfahrt. Was macht denn der jetzt da? Ja, der will auch Wasser tanken. Alex! Ja. Was machst denn du hier? Ich muss ans Wasserfass. Stellen. Oh, da ist gleich die Deichsel krumm. Isolde, magst du einmal aussteigen und den Wasserhahn anmachen? Den Wasserhahn anmachen, ja. Ja? Das kann ich. Oh, du geiler Wasserhahn. Mm, na, alles in Ordnung bei dir? Öfters hier oder was? Willi? Ja.
Ich mach noch bei den Kühen sauber, ne? Hab ich das gut gemacht? Alles klar. Ja, ist super, kannst wieder einsteigen. Ja, aber ich muss den auch wieder ausmachen. Ja, oder machst du ihn wieder aus, aber noch nicht. Jetzt. Nein. Jetzt. Nein. Jetzt. Nein. Jetzt. Nein. Jetzt. Ja. Okay. Steigst du wieder ein? Nee. Hallo. Hallo. So, und jetzt fahren wir zu den Friederikes. Ich dachte, es gibt nur eine. Ja. Holz. Was? Ja, da liegt Holz. Ja. Du musst aufpassen. Ja. Und hier steht ein Trecker. Ja. Hilde? Ja? Geh mal kurz zur Seite, ich muss mal kurz telefonieren. Ich bin gleich wieder da. Ja. So, einmal hier rum und hier machen wir das Wasser für die Schäfchens. Ja. Dann drücken wir wieder, welchen Knopf drücken wir? Den da hinten. Ja, genau. Ja. So, und wenn wir nichts mehr brauchen, dann fahren wir nochmal und machen den Rest dann bei den Kühen. Ne? Da waren wir ja gerade schon. Weißt du noch, wo das war? Ja, geradeaus. Ich dachte, da wäre voll. Ja, nicht in die Kuhweide, links jetzt. Jetzt links? Nächste okay. Möglichkeit links, jetzt, ja. Mhm. Ja. Bisschen rechts. Jetzt rechts? Ja, ja, und hier anhalten. Bisschen noch. Stopp. Ja, und dann machen wir hier jetzt den Rest rein. Ja, aber jetzt musst du da hinten den Knopf drücken. Ja, genau. Ja. Mal gucken, wie viel da noch reingeht. Wenn es leer ist, dann können wir sogar noch mit was holen. Ja, wir können sogar noch mal. Oh ja, toll, ich freue mich. Komm, wir fahren noch mal. Genau. So, hier so rum? Ja, links. Genau. Ja, noch mal links. Das war nicht links, aber auch gut. Links. Das saß eigentlich in deinem Auto, ein Navigationssystem? Ja. Lebt das noch oder hat sich das schon selbst erwürgt? Es redet ja gerade. Holz! Warnt sogar vor Holz. Ja, Achtung, Holz auf der Fahrbahn. Ja. Links. So. Geradeaus. Leicht rechts, stehen bleiben, Rückwärtssalto. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ja. Hallo, du geiler Hahn. Na? Hast du Lust, ein bisschen Wasser zu geben? Ich glaube, der Schlauch reicht nicht so lange, du. Ja, ist er wieder kürzer, als du gedacht hast, ne? Ja. Ja. Ah! Hallo, machst du den Wasserhahn jetzt mal auf, oder was? Ich hab den schon dreimal aufgemacht. Nee, irgendwie nicht jetzt. Wieder zumachen? Noch nicht. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Ja. Hab ich. So, kannst wieder einsteigen. Ja, aber nicht immer losfahren, bevor ich sitze. Nein, muss aber warten. Du bist doch angeschnallt. So ziemlich. Okay. Ich habe nicht gesagt rechts. Ja, aber ich weiß ja wohin. Links. Wo hast du den kleinen Anhänger hin, Alex? Nein, der Schuppe rein. Holz. Okay, machst du ihn mal bitte rechts. Auf. Rechts. Links. Links. Was? So, mal gucken, ob wir jetzt noch mal wieder leer werden. Ja. Ja. Machst du schon was? Bitte? Ob du schon was machst? Ja. Drück den Knopf. Ja. So, jetzt können wir noch einmal wieder voll machen. Willst du mal voll machen fahren? Wenn es sein muss. Ja, warte. Dann gucke ich auch, dass du es auch verstanden hast. Hallo? Hallo. Warte mal, ich muss mir den Sitz erstmal richtig einstellen hier. Ja. Sitzt bequem? Jetzt ja.
Das sieht man gar nicht. Sieht ein bisschen verkrampft aus. Ja, hast du dich mal angeguckt? Ich habe jetzt hier keinen Spiegel da. Genau. Hast du gemerkt den Weg, ne? War jetzt nicht so schwer. Ja. Aber du sollst dir mal die Ohren waschen, du. Nee, wieso? Hast du ein bisschen Dreck, du. Ja, das ist schon langwierig. Huch. Ja, noch ein Stück. Ein Stück. 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 Noch ein Stück. Noch ein Stück. Stück. Noch ein Stück. Noch ein. Noch. Ja, stopp. Lee? Ja, ich dreh auf. Ja, mach doch. Die Schafe brauchen ganz dringend Futter und hier wird noch Sauberkeit angezeigt. Mach zu, mach zu. Nicht zu. Ja, mach alles zu. Ja, Futter habe ich dabei. Die kriegen das gleich danach, den Rest. Hallo. Hallo. Na? Na du? Öfters hier? Ja. Später ein bisschen schmusen? Du, Isolde, darf ich dir mal was sagen? Sag mal. Aber das darfst du keinem weiter erzählen, okay? Natürlich nicht. Ich hab dich lieb. Hat er nicht gesagt. Holz. Es treibt mir ein bisschen Dings hier ins Gesicht. Dings, weißt du, Schamsröte. Okay. Ja. So, Wasser ist jetzt voll. Jetzt können wir den nur einfach hier abstellen. Dann können wir wieder abkoppeln. Koppel ich dir den ab hier? Ja. So, jetzt. Gut. Ja, weiter. So, dann können wir weiter. Schnell, wir müssen flüchten. Da ist Willi. Ja. Ah! Willi? Ja? Wo, was jetzt? Weiß ich noch nicht. Brauchen wir noch irgendwo Futter oder so? Das mache ich gerade. Rechts? Okay. Ich muss gleich mal gucken, was wir jetzt... Isolde? Was? Fahr mal hier rechts. Ich hab was vergessen. Okay. Holz! Und jetzt? Und fährst du gleich wieder rechts? Und dann? Ja, möchte ich dir was zeigen. Aber das darfst du auch keinem erzählen, ne? Ja, natürlich. Du hier immer jetzt hier der Straße folgen. Ja, nennen wir Straße. Ja, Weg. Genau, hier jetzt rechts. Rechts. Rechts hier, weiter. Achso, das ist geradeaus, Junge. Ja, ich wollte halt nur nicht, dass du links fährst. Immer hier den Weg lang, immer den Weg lang. Und an der Straße links. Wo willst du denn hin, Junge? Ich möchte dir was zeigen. Ja, ich hab's gesehen. Rücksichtslose Autofahren so. Ja, die sind hier sehr rücksichtslos. Ja, da könnte einer sterben bei. Ja. Oh, der ist aber sehr flott, der Case. Das weiß ich nicht. So. Und jetzt? Ja, fahren wir hier gerade über eine Brücke. Ja, das... ja, gibt's nichts und jetzt... Du bist aber ganz schön mutig, ne? Ja. Warte mal, jetzt müssen wir jetzt... Ui, ui, ui. Fahren wir jetzt hier rechts? Oder auch nicht? Oder hier rechts? Oh, ich hab's vergessen.
Du musst dich für einen entscheiden. Ah, ist das blöde. Mach mal jetzt rechts. Wo war denn das nochmal? Was denn? Das war doch nicht hier. Wo wir uns das erste Mal geküsst haben, oder was? Nee. Wo war das? Das war noch nicht. Ja, fahr noch mal ein Stück, vielleicht kommt das noch. Hier ist der Hafen. Nee, hier war das nicht. Nee, wir fahren verkehrt. Also mal was Neues. Muss noch mal umdrehen. Hier jetzt? Ja. Handbremse unten rum oder was? Ja. Ja, klar. Wo war denn das gewesen? Anscheinend hier nicht. Es war auf jeden Fall beim Kreisverkehr. Das war nicht so weit weg vom Kreisverkehr. Die Frage ist, welcher Kreisverkehr? Ja, irgendwo auf jeden Fall nördlich. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es jetzt der war, wo wir jetzt gerade waren, oder ob es der ein weiter links war. Warte, ich glaube, wir haben Getriebeschaden. Hüpf mal ganz kurz raus, ich glaube, da stimmt was nicht. Ja. Ui. Das war knapp. Ja. Ja. Was, Alex? Weiß ich nicht. Nee, von hier draußen höre ich nichts. Komm, lass mal. Einfach weiterfahren. Okay. Also, ich werde jetzt ja gucken, wie es bei den Dings aussieht, bei den Kartoffeln. Oh Mann, das ist ja blöde, dass ich das nicht gefunden habe. Versuchen doch mal anzurufen. Oder so. Hier ist ein Blitzer. Oh. Da sind wir schon vorbei. Ja, okay. Oder war das hier beim Kreisverkehr? Ja, 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 stopp! Ja, ja, weiter, 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 weiter. Und jetzt rechts. Und stopp, rechts. Hier rechts rein. Mal. Bin ich hier mit Warp 5 um die Ecke gekommen, ne? Linke Spur 230. Wir hätten hier links gemusst. Ja, schön. So, noch ein Stück. Und stopp. Und jetzt? Ja, komm mal mit. Guck mal, da hier ist ein Swimmingpool. Das Haus möchte ich mir irgendwann mal kaufen. Guck mal, mit Pool hier. Du Lasse. Ja. Was macht die Axt hier? Ja, guck mal zum Holzhacken. Einmal den Alex anrufen. Oh. Den warm, ne? Ja. Komm mal hier hin, hier ist ein bisschen wärmer. Ja. Ja. Ui, ich stehe auf dich. Oh, ist richtig kuschelig hier bei dir, du. Ja. Hier ist doch ein schönes Haus, ne? Ja, direkt an der Hauptverkehrsstraße, total schön. Ja, aber so mit Pool? Ja, der Pool, der reißt alles raus. Ja, und das ist hier abends immer richtig schön beleuchtet. Ich helfe dir raus hier. So. Danke. Warte mal, ich habe hier noch ein Handtuch. Wo hast du das denn die ganze Zeit gehabt? Ja, ich komme hier öfters hin, das habe ich hier immer hingelegt. So. Ach so. Bitteschön. Ja, danke. Guck mal, das ist doch schön. Hier noch ein Carport. Erstmal abgetrocknet. So. Und irgendein schwarzer Anhänger. Naja, den könnten wir ja verschrotten bringen. Der mysteriöse schwarze Anhänger. Ja. Das ist ein Smoker. Ja, darum ist ja auch schwarz, ne? Ja. Hier möchte ich mal wohnen, wenn ich alt bin. Ja, kann man machen. Schön. Vor allen Dingen, der Vorteil ist, auf der einen Seite direkt die Bahnlinie. Ja.
Auf der anderen Seite Hauptverkehrsstraße. Herrlich ruhig. Herrlich. Ja. Ja. Also dir gefällt es hier nicht? Doch, total schön. Weil ich dachte, das ist ja ein großes Haus, ne? Ja, natürlich. Auch Güterverkehr, weißt du, das ist immer so total schön, so nachts, wenn du im Bett liegst und dann so die ganze Bude am Beben ist, weißt du? Total geil, ey. Total geil. Findest du jetzt nicht so schön? Geht so. Schade. Das hörte sich jetzt aber sehr komisch an, du. Ja, es Raucherhusten. Wo müssen wir raus hier? Ja, hier. Raucherhusten? Ja. Rauchst du? Nee, nicht mehr. Achso. Willi? Ja? Ich erreiche Alex nicht. Sammelt der Schroder was? Also kann ich alleine damit anfangen? Ja, aber eigentlich wollten wir dann für den Traktor den Case. Weiß nicht, wo sind eigentlich Lass und Isolde hin? Ja, frag mich nicht. Ich drehe hier schon seit Stunden unendlich meine Runden. Ich finde keinen Parkplatz. Ich will doch nur zu dir, mein Schatz. Nur lasse? Ja. Ja. Hier war ich im Leben noch nicht, ey. Nee? Nee. Haben wir uns verfahren, oder was? Nein, wir fahren richtig. Hier bin ich auch lang gefahren, wo ich dem folgen sollte, was Hilde mir gesagt hat. Ja, toll, da bist du einmal um die Welt und zurück und ja, so. Hier ist ein Blitzer. Ja, zu spät. Willi! Ja? Ich bin mal kurz für kleine Mädchen und dann suche ich den Case und fange damit an. Ja, ich frage mal auf den Punkt, vielleicht sind die ja irgendwo. Genau. Lasse, Isolde? Hat geklingelt, ist für dich. Ja? Wo seid ihr? Hier im Trecker. Und wo ist der Traktor? Hasefeld. Der ist bei uns. Wir sind gemeinschaftlich unterwegs, weißt du? Ja, dann kommt bitte zurück zum Hof. Ja, ja. Wir sind quasi um dich. Wollten wir gerade machen, Willi. Hier rechts, oder? Ja. Aber ich bin voll illegal, ich habe gar nicht geblinkt, ey. Egal? Ja, Datenschutzverordnung, weißt du, geht keinem was an, wo ich hin will. Nee, ist ja auch richtig. Wir müssen auch nicht alles sagen, ne? Das könnte auch unser Geheimnis sein. Ja, natürlich. Könntest du mal die linke Hand vom Lenkrad nehmen? Aber jetzt habe ich gar keine Lenkrad mehr. Du hast sie ja immer noch dran. Ja, aber jetzt nicht mehr. Nee, doch. Au. Nee, lass lieber beide dran. Hier rechts um die Kurve. Ja, dachte ich mir schon fast. Wah! Hast du den Trick gesehen, du? Das war Skill, Junge, das Skill. Das hat fast den Spiegel gekostet. Das liegt daran, weil ich immer früher GTA gespielt habe. Was? Ja. Ich habe GTA gespielt, Junge. Was denn? Ein Grand Theft Autowagen. Autowagenspiel? Ja. Da muss ja, Autos klauen. Ja, auch. Ja. Ja, bei der nächstmöglichen dann links. Das ist nicht der Hof. Nee, aber das ist die nächstmögliche. Nee, die wäre sogar ein Stück früher gewesen. Ja, aber die habe ich verpasst. Petz jetzt nicht, ey. So, jetzt scharf links. Scharf? Ja, hier. Genau. Ja, da ist ja unser Hof. Ja, ich weiß. Aber es war sehr schön, mit dir hier unterwegs zu sein. Ja, das mit deiner Nase tut mir leid. Ja, das weiß ich noch nicht, ob ich dir das glauben soll. Doch, wirklich. Du wirst es mir nicht glauben, aber dieser Puma, ne? Als ich letztens mit Hilde gefahren bin, der hat total die Anziehungskraft im linken Rathaus von so
komischen Baum. Ja, jetzt brauchen wir auch noch neue Schutzblech da. Nee, der eiert bloß ein bisschen. Ja, ein bisschen doll, ja. Das müssen wir Willi Bescheid sagen. Toll.